Herr Braun. Hallo. Wie lange sind Sie schon als Immobilienmakler im Geschäft? Über 11 Jahre in München und im Münchner Umland. Ich betreue bayernweit für einen Kunden Immobilien. Ja, also schon erfahrungswert. Und wie oft und über welchen Zeitraum haben Sie am Training bzw. am Coaching von Herrn Langenbach teilgenommen? Die letzten 5 Jahre über 2-mal die Woche als Mindestmaß plus nochmal ja, Einzelcoachings, je nach Bedarf, also fantastisch. Und das heißt, Sie konnten das Programm auch gut in Ihr Arbeitsalltag integrieren? Absolut, zu 100% konnte ich alles umsetzen. Auch immer wieder einzelne Bausteine, wunderbar. Was würden Sie sagen, zeichnet Herrn Langenbach als Trainer und als Coach am meisten aus? Ja, das ist natürlich jetzt eine sehr schöne Frage. Auf jeden Fall mal die persönliche Komponente. Das ist das eine. Das unermessliche Fachwissen, das er sich angeeignet hat über die letzten Jahre, in denen ich mit Herrn Langenbach zusammengearbeitet habe. Sehr viele Einzelpositionen, die wir natürlich auch immer persönlich besprochen haben, um mich auf die einzelnen Prozesse im Einkauf, im Verkauf, im persönlichen Kundenkontakt, in der Akquise, aber auch in der Nachbereitung mit dem Kunden vorbereitet habe. Somit ist natürlich auch aus meiner Warte her, die Kundenbindung ist natürlich das absolut elementare Teil in der Immobilienwirtschaft. Somit konnten wir natürlich unsere Kunden auch bis heute betreuen. Fantastisch, also jeder Baustein absolut griffig und auch für den Immobilienmakler vor Ort einsetzbar und umsetzbar. Dadurch, dass der Herr Langenbach natürlich auch selbst als Immobilienmakler tätig war, konnte er mir hier extrem viele Hinweise geben, die ich auch nützlich umsetzen konnte. Und wie ist Ihre Einschätzung, was Sie tatsächlich von dem Gelernten in die Praxis haben umsetzen können bisher? 100%. 100%, und zwar aus dem ganz einfachen Grund, wie ich es ja schon gerade geschildert habe, habe ich auch immer wieder die Möglichkeit, auf das, was ich aus den Bausteinen gelernt habe, aus den Coachings, aus den Einzelcoachings, aus den Seminaren, aus den Kursen, immer wieder in individuellen Trainings auch mit meinen Kollegen aufgebaut habe. Also sprich Einkaufsprozesse, Listingprozesse, auch Baustein der Servicepräsentation vor Ort. Hier ist es natürlich extrem hilfreich, sich auch nochmal mit dem einzelnen Kollegen an den Tisch zu setzen und diese einzelnen Positionen auch im Wording nochmal zu transportieren, miteinander zu sprechen, um vor Ort dann beim Kunden die Sicherheit zu haben und nicht ins Haspeln zu kommen. Das ist eine wunderbare Geschichte. Also hatten Sie auch das Gefühl, dass Sie Ihr Wissen auch an andere Kollegen weitergeben können? Ja, natürlich. Und heißt das jetzt generell für Sie, dass Sie damit auch wirklich mehr Umsatz erzielen können? Ja, ich habe meinen Umsatz in den letzten Jahren verdoppelt und noch etwas mehr hinaus. Und was war die größte Umsatzsteigerung bisher, die Sie innerhalb eines Jahres erzielen konnten durch eben die Hilfe von Herrn Langenbach? Zum Vorjahr um 120%. Und welche Themen haben Sie am meisten weitergebracht? Also was war jetzt genau der Themenschwerpunkt, bei dem Sie gesagt haben, genau das hat mir gefehlt, das hat mich jetzt wirklich weitergebracht und fortgebildet? Die Neukundengewinnung, der Einkaufsprozess von Immobilien, natürlich auch der Dialog mit dem Verkäufer vor Ort. Oft ist es ja eine Situation, dass mehrere Makler gleichzeitig auftauchen, um sich dann zu positionieren, um einfach auch nochmal in dieser kurzen Zeit, die man beim Kunden ist, von dem anderen Makler oder von verschiedenen Maklern abzuheben, um dann einfach nochmal den Schritt weiterzugehen in die Zweiterminstrategie, um dann nochmal die Position so zu setzen, wie man es gerne hätte. Und jetzt, wo Sie wissen, dass es was für Sie gebracht hat, dass es Sie weitergebracht hat, was war das Coaching für Sie an Geld wert? Also würden Sie dafür auch nochmals
1.000, 2.000 oder sogar mehrere 1.000 Euro ausgeben? Jederzeit. Jederzeit, ohne Frage. Aus dem ganz einfachen Grund, das, was man investiert, holt man um ein Vielfaches wieder raus im Daily Business. Und somit ist jedes Coaching in dieser Form, wie es der Herr Langenbach anbietet, absolut sinnvoll. Und für jeden Immobilienmakler, egal auf welcher Stufe er gerade steht, ob er jetzt berufserfahren ist oder gerade in der Anfangsphase, elementar wichtig. Welchen Rat haben Sie an andere Makler? Coaching, 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 jeden Tag. Und inwiefern würden Sie es weiterempfehlen, dieses Coaching? Ich kann nur jedem Kollegen raten, sich hier diese Coachings anzuschauen und zu investieren aus dem Grund, dass man diese Flexibilität hat. Oft ist es ja so, wenn man zu Seminaren oder Fortbildungen geht, dass man hier ein Wochenend-Workshop hat oder vielleicht ein Tagesseminar. Die Besonderheit bei Herr Langenbach ist es eben, ich kann alles online zu jedem Themengebiet in über 40 Kursen abrufen, habe die Möglichkeit, mich auf jedes Thema professionell und vom Profi geführt vorzubereiten, um eben sicher auf die Szene, die auf mich zukommt, vorbereitet zu sein und somit in seinen eigenen Worten die Sache umzusetzen. Jetzt, wenn Sie das Programm einmal durchgemacht haben und auch weiterhin verwenden, wissen Sie ja schon vieles, haben vieles Neues erfahren. Wie geht es jetzt für Sie weiter? Ist es das Training für Sie immer noch sinnvoll? Werden Sie es auch zukünftig benutzen? Ja, natürlich. Also auch im täglichen Bereich. Weil es gibt ja immer wieder verschiedenste Situationen. Also auch jeder Kunde ist anders, jede Immobilie ist anders. Manchmal verliert man sich in seinem eigenen Trott und möchte dann einfach wieder auf die Spur kommen. Über die einzelnen Bausteine habe ich da eben die Möglichkeit, wieder näher an den roten Faden heranzukommen, um dann zielgenau dort in der Position zu sein, wo ich sein muss. Wie wichtig würden Sie das Training und Coaching auf einer Skala von 1 bis 10 einstufen, dafür, dass Sie jetzt ein besserer Makler geworden sind, wenn 1 für weniger wichtig und 10 für sehr wichtig stehen würde? Auf 11. Erzählen Sie mir mehr davon. Wieso ist das so wichtig? Ich kann nur dazu sagen, mich hat es um ein Vielfaches weitergebracht in meinem Job. Der Job macht Spaß. Ich bin gerne mit Menschen zusammen. Ich lebe meinen Job. Mir geht es nicht darum, irgendwie kurzfristig schnellen Umsatz zu machen, sondern die Kundenbindung beizubehalten, den Kunden an mich zu binden. Ich möchte mit diesem Kunden weiterarbeiten. Für mich endet diese Beziehung nicht nach einem Verkauf, sondern ich möchte einfach mit dem Kunden in Kontakt bleiben. Wenn man sich auf der Straße trifft, kann man auch gerne mal auf einen Espresso gehen, mal kurz austauschen und wieder weitermachen. So entstehen ja auch die Empfehlungsgeschäfte. Eine schöne Sache. Also hat Sie das Programm oder hat Ihnen geholfen, quasi sich da in Ihrem Job wieder zu finden und dass Sie Spaß daran haben? Und also denken Sie, das hat Sie weitergebracht? Absolut, zu 100%. Sie sind ja in einem schwierigen und anspruchsvollen Markt tätig, in dem Verkäufer nur ungern eine Verkäuferprovision von 3,57% bezahlen. Hat Ihnen das Training und Coaching von Herrn Langenbach dabei helfen können, trotzdem Makler allein Aufträge in dieser Form abzuschließen? Ja, also ich schließe in der Regel von 10 Verträgen 9 mit Innenkurtage ab. Hängt damit zusammen, dass das Konzept einfach in sich schlüssig ist. Und wer bezahlt schon gerne? In diesem Fall ist das Konzept natürlich so gesehen einzigartig. Ich weiß, dass es wenige Makler auch in München gibt, die dieses Konzept in dieser Form so umsetzen, wie es hier gelernt wird. Sie sind Teilnehmer des 12-Monate-Trainingsprogramms.
Was unterscheidet das Programm von Herrn Langenbach von anderen Trainingsangeboten und warum haben Sie sich genau dafür entschieden? Weil ich zu jeder Tages- und Nachtzeit Zugriff habe auf die einzelnen Module, auf die einzelnen Kurse, auf die einzelnen Kursinhalte. Ich habe nicht einen Wochenend-Workshop, sondern ich habe jeden Tag die Option, mich ideal auf die neue Situation in Anführungsstrichen, vorzubereiten, habe meinen Coach immer wieder online und kann darauf zugreifen, zu jeder Tages- und Nachtzeit. Also würden Sie sagen, dass der größte Unterschied zu herkömmlichen Schulungen eben dieser Online-Aspekt ist? Absolut. Ja, weil man ist unabhängig, man kann auch in der Früh mal schnell auf dem Tablet beim Kaffee vor dem Termin nochmal reinschauen. Man kann sich es auch genauso abends anschauen oder eben einen größeren Block mal zwischendurch anschauen. Oft ist ja das Problem, dass man bei diesen ganzen Fortbildungen Tagesworkshop hat, dass man einfach ja, den ganzen Tag das Business aus dem Auge verliert. Und gerade im Immobilienmarkt ist es natürlich extrem wichtig, schnell zu agieren, schnell zu handeln, für den Kunden da zu sein und die Dienstleistung so zu positionieren, dass der Kunde zufrieden ist. Gut, das war meine letzte Frage. Dann danke ich Ihnen für das Gespräch. Vielen Dank, hat mich sehr gefreut. Dankeschön.